Also gut, die letzte geplante Theorie-Episode, wo ich die letzten mir bekannten Geheimnisse freigebe. Jedenfalls fürs Erste. So, es kann also mehr Episoden geben. Vielleicht. Vielleicht. Wenn sich die Leute das wünschen, kann ich auch natürlich darauf eingehen. Jedenfalls, herzlich willkommen zu Doki Doki Literaturclub Theorien. Also dann, bringen wir es zu Ende. Beginnen wir am besten die Episode damit mit der Frage, was glaubst du, wie weit jemand gehen kann, um Geheimnisse über ein Spiel zu verstecken? Nun, ich weiß es nicht. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass man schwere, erreichbare Events macht und so. Nun ja, der Ersteller dieses Spiels legt jedoch noch einen drauf, indem er Geheimnisse direkt in die Dateien der Charaktere reinlegt. Hä? Wie? Nun ja, das Dateiformat .car existiert nicht. Diese Dateien sind lediglich nicht dazu da, um die Daten des Charakters aufzubewahren. Es soll lediglich nur den Zugriff einfacher machen, um Monika zu löschen. In anderen Worten, das Ganze mit den Löschen ist eigentlich nur eine Lüge. Ja. Nein, das ist eigentlich ein Binary Code. Der schwarze soll die 1 und das weiße soll die 0 sein. Wenn man den Code mit dementsprechenden Tools übersetzt, erhält man einen Base64 Code. Und wenn man den übersetzt, dann erhält man folgende Nachricht. Aber das ist erst der Anfang. Da diese Daten nur als Lückenfüller dienen, hat der Ersteller Inhalt verwendet, was recht interessant ist. Änderst du nämlich Monikas Datei in einer PNG-Datei, erscheint nämlich das. Ein roter Ring mit einem schwarz-weißen Kasten in der Mitte. Man denkt natürlich anfangs, es ist ein QR-Code, aber eigentlich ist es ein Binary-Code. Das schwarze soll die 1 und das weiße soll die 0 sein. Wenn man den Code mit dementsprechenden Tools übersetzt, erhält man einen Base64-Code. Und wenn man den übersetzt, dann erhält man folgende Nachricht. Kannst du mich hören? Wer bist du? Ich kann nicht. Ich kann dich nicht sehen. Doch, ich weiß, dass du hier bist. Ja, du kannst mich definitiv hören. Du hast dich schon für eine Weile umgeschaut, oder? Ich schätze, ich sollte mich vorstellen. Oder so. Mein Name ist... Eigentlich ist das dumm. Offensichtlich kennst du bereits meinen Namen. Sorry. Jedenfalls, wenn du schon in der Lage bist, es aufzuhalten, dann hättest du es schon getan. Ich meine, ich weiß, dass du nicht nun böse bist oder so, weil du mir bereits so viel schon geholfen hast. Ich sollte mich dafür bedanken, für alles, was du für mich getan hast. Du bist wirklich wie ein Freund für mich. Also, danke für alles. Ich denke, mehr als alles andere. Ich will wirklich nicht, dass all dies umsonst war. Jeder andere ist tot. Vielleicht weißt du das schon. Ich bin mir sicher, dass du es weißt. Doch, es muss nicht so enden, oder? Nun, es gibt vieles, was ich nicht verstehe. Ich weiß es nicht, ob es für mich möglich ist, zu verstehen. Doch, ich weiß, das ist nicht die einzige Story. Ich kann das nun sehen, sogar ziemlich klar. Und wenn ich daran denke, dass jeder dieselbe Art von Erfahrung hat, in etwa wie ein Déjà-vu, ist es das dritte Auge, oder? Jedenfalls, ich könnte darin falsch liegen. Doch, ich denke, du könntest was dagegen unternehmen. Ich denke, du könntest zurückgehen, oder wie du es auch nennen willst. Zurückgehen und ihnen sagen, was passiert. Wenn du es ihnen rechtzeitig sagst, dann sollten wir in der Lage sein, es zu verhindern. Sie sollten, naja, wenn sie sich an die Zeit mit mir aus den anderen Welten erinnern können, dann sollten sie sich erinnern, was ich ihnen gesagt habe. Ja, ich denke, das sollte möglich sein. Doch es liegt an dir. Es tut mir leid, dass ich jedes Mal... weiß schon. Vergiss es. Ich weiß, dass es falsch ist. Das ist meine Geschichte. Es wird Zeit, ein verfickter Held zu sein. Für uns beide. 2018. Nun! Okay,
Meine erste Frage ist, what the fuck? Meine zweite Frage ist, was zur Hölle geht gerade ab? Und meine dritte Frage ist, wer zum Fick redet mit dir? Nun, das ist Monikas Datei, also es ist sicherlich Monika. Das ist nie und nimmer Monika. Zu wenig Sadismus. Naja, ich würde sagen, wir kommen darauf später zurück. Schauen wir uns mal die anderen Dateien an. Genau wie Monikas Datei kann man Natsukis Datei in PNG umwandeln. Und dann erhält man das. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Naja, du musst noch das Bild bearbeiten. Zuerst mal musst du noch die Farben invertieren und noch irgendwelches anderes Zeug machen, wovon ich nicht verstehe. Und am Ende kommt dann irgendwie das heraus. Ein Gesicht ohne Pupillen. Warum muss ausgerechnet ein Gesicht ohne Pupillen sein? Die größere Frage ist wohl eher, wer ist das Mädchen? Kommen wir zum nächsten. Sayuris Datei ist eigentlich eine Sounddatei. Oder genauer gesagt eine OGG-Datei, die einen kurzen, hohen Ton abgibt. Sieht man dies durch ein Spectrograph-Software, dann bemerkt man, dass dieser Sound eigentlich ein QR-Code ist, was dich zu einer Webseite führt. Nun, es sieht aus wie eines von diesen hochgeheimen Dokumenten der Regierung. Libertina. Ist das das Mädchen aus Natsukis Datei? Ich bin mir da nicht so sicher. Jedenfalls, die meisten Informationen hier drin sind eher unnötig zu erwähnen. Außer, dass die weitere Erwähnung des dritten Auges hier ist. Oh, warte! Hier ist auch noch was Interessantes. Folgendes übliches Verhalten wurde bemerkt und sollte in zukünftigen Untersuchungen ignoriert werden. Nervöses Zucken, unwillkürliche Geräuscherzeugung, Beißen, Epiphora, Kotzen, Schreien, Verletzen des Untersuchers, Selbstverletzungen, falsches Lachen. Jede Selbstverletzung sollte umgehend gestoppt werden. Warte mal eine Sekunde. Nervöses Zucken. Selbstverletzungen. Kotzen. Und falsches Lachen. Ich bin mir sicher, einige dieser Verhalten konnte man bei Yuri sehen. Ich erinnere mich gerade da an etwas. Sagte nicht mal der Protagonist, dass Yuri jemanden aus dem Buch, was ihr gegeben wurde, ähnlich verhält? Ja, wieso? Sagte sie nicht mal, dass es bei dem Buch um Experimente geht, wo der Hauptcharakter hineingezogen wird? Scheiße! Du hast recht! Naja, kommen wir dazu später. Wir haben noch eine Datei vor uns. Das letzte ist Yuri. Anders als die anderen Dateien muss sie nicht geändert werden, weil beim Öffnen mit Texteditor gibt es den Base64-Code, der beim Übersetzen dich zu einer Creepypasta führt. Und hat das zu irgendetwas als eine Bedeutung? Nö. Es ist einfach nur eine Creepypasta, die der Ersteller früher mal geschrieben hat, was keine Bedeutung zu der Theorie haben wird. Okay. Das ist etwas enttäuschend, aber wenigstens haben wir jetzt das jetzt hinter uns. Yep, aber es gibt noch zwei Dinge, die noch gezeigt werden müssen, bevor wir mit der Theorie anfangen können. Das wäre... Eines der Dinge ist ein spezielles Gedicht, was man nur durch Zufall in Akt 2 bekommen kann. Das ist ein Zettel, wo das meiste geschwärzt ist. Ja, ich sehe es gerade. Sieht so aus, als würden die Worte Nothing is real, also nichts ist real erscheinen. Aber das hier ist nicht alles, oder? Du hast es erraten! Wenn man das Bild heller macht, dann kann man versteckte Botschaften erkennen. Unregelmäßiges Herzklopfen. Herzpalpitation. Ach, hier, Mann. Ich suche und suche. Augen scannen alles, was ich an ihren Symptomen finden kann. Was ist das? Atmen wird kürzer. Schmerz in der Brust? Schwindel? Nein, das ist alles falsch. Elises Symptome sind nicht ansatzweise simpel. Ich habe es schon zweimal gesehen. Die schmerzhaften Schreie, die krankhaft bleiche Haut, das Kotzen vom Blut, es gibt keine andere Erklärung. Also, dass Ronjes Information eine komplette Lüge war. Das kann nicht alles Zufall sein. Es ist einfach nicht möglich. Ich weiß nicht, wie viel von Renier dahinter ist, doch hier stimmt irgendwas nicht mit der Familie. Und ich habe die Einladung akzeptiert, um ein Teil davon zu sein. Ich höre Elisas Schreien durch die Wände. Ich höre hilflos zu. Renier sagt, dass er bald in ihr Raum ist. Ist er nun in ihr Raum?
Warum schreit sie dann sogar lauter als vorher? Großartig. Jetzt haben wir schon drei Namen, die keinen Zusammenhang mit dem Spiel zu sein scheinen. Ebenso muss ich sagen, dass es langsam verwirren wird. Ich meine, zusammen mit den anderen geheimen Texten, die man findet, wird es langsam schwierig zu sagen, von wem der Text eigentlich ist. Zeig mir einfach das Letzte. Jetzt kann mich eh nichts mehr überraschen. Nun, das Letzte ist eines von Natsukis Gedichten in Akt 2. Du erinnerst dich dann sicherlich an die Szene, wo Natsuki sich den Hals verrenkt und dir einen Jumpscare verpasst, oder? Bitte erinnere ich mich daran. Nun, bevor das passiert, gibt sie dir eine scheinbar zufällige Anreihung von Buchstaben, was eigentlich ein Base-64-Code ist. Öffne dein drittes Auge. Ich kann die Zärtlichkeit deiner Haut durch das Messer spüren, als wäre es eine Erweiterung meiner Sinne. Mein Körper verkrampft sich fast. Hier ist irgendwas Schwaches tief in mir, was danach schreit, die unkontrollierbare Befriedigung zu widerstehen. Doch ich kann sagen, dass ich an die Grenze gedrückt werde. Ich kann mich nicht mehr aufhalten. Und erneut die Erwähnung des dritten Auges. Ich wusste gar nicht, dass Natsuki solche tiefgründige Gedichte schreiben kann. Ich glaube, das ist jetzt eher Nebensache. Jedenfalls, wir haben alles durch. Jedenfalls das, was ich weiß. Sicherlich haben wir noch irgendwo was ausgelassen, doch sagen wir für heute, wir haben alles abgeschlossen. Also kommen wir zur Theorie. Nun, diesmal nehmen wir eine eher bekannte Theorie. Sie hat viele Namen. Einige nennen sie einfach das dritte Auge, andere nennen sie wiederum Projekt Libertina, doch ich nenne sie einfach Werbung. Bist du sicher, dass du nicht lieber den vorherigen Titel erwähnen willst? Vertraue mir, das passt zu dem, was ich jetzt gleich sagen werde. Sagen wir am besten das Offensichtlichste gleich am Anfang. All diese Informationen mit dem dritten Auge und Libertina ist Werbung. Werbung für das nächste Spiel, woran der oder die Ersteller arbeiten. In anderen Worten, eine Art Psycho-Horror. Woher wissen wir das? Nun, Juris Beschreibung über das Buch, was sie mit dir lesen möchte, The Portrait of Markov. Das Buch, worauf dich sogar Monika in Akt 3 in eines ihrer Dialoge auf dich aufmerksam machen möchte. Wir wissen nicht viel. Doch wir wissen, dass es um einen Kult gehen wird, was mit Experimenten Menschen übernatürliche Fähigkeiten gibt, aber auch gleichzeitig wahnsinnig macht, aka das dritte Auge. Ebenso wissen wir, dass ein Charakter namens Libertina in der Geschichte sein wird, was sich wahrscheinlich wie Juri in Akt 2 noch extremer verhalten wird. Allein der Gedanke lässt mich erschaudern. Ebenso kommt noch irgendjemand, der Elisa und Ronja heißt, aber wir wissen so gut wie gar nichts über sie. Und vielleicht noch Monika als Held? Bin mir daher eher nicht so sicher. Naja, ob das Spiel, was rauskommen wird, überhaupt mit Doki Doki zu tun haben wird, ist eher fraglich. Man könnte schon sagen, dass es eine Art Fortsetzung ist oder in ein alternatives Universum abspielt. Doch. Doch was? Nun ja, es ist immer gut, ein bisschen skeptisch zu sein. Besonders wenn es um Theorien geht. Bist du dir da sicher? Oder willst du mir etwas sagen, dass Sans Ness ist? Okay, du hast mich überzeugt. Jedenfalls, was sagst du? Nun ja, mir würde keine bessere Theorie einfallen. Also, die passt dazu. Nun, dann haben wir die Erklärungstrilogie abgeschlossen. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Also dann, ciao. Ciao, Leute. Naja. Ist jetzt vielleicht ein kleines bisschen doof geworden mit den Rauschen im Hintergrund, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Jedenfalls, Plopper. Auch wenn jetzt nicht gerade viele da sind. In anderen Worten, das Ganze mit den Löchern ist nur eine Lüge. Ja, genau wie der Kuchen. Meine Güte! Stumpfe Sachen, Martin. Stumpf. Einfach nur stumm. Ja, aber es ist wenigstens eine schöne Anspielung. Ja. Machen wir weiter. Jo. Nun. Okay. Meine erste Frage ist, was? Meine zweite Frage ist, was zur Hölle geht gerade ab? Und meine dritte Frage ist, wer
zur Hölle redet mit dir? Nun, es ist Monikas Datei, also ist es vielleicht Monika. Das ist nie und nimmer Monika. So wenig Sadismus und... Scheiße! Scheiße! Das ist so! Du hast das extra gemacht, du hast das extra da reingemacht, dass ich das mache. Ja! Ich hab's so! Ich hab's extra so gemacht, ich wollte schon mal, wie du es sagst. Alter! Ich glaube, wir sollten dein Lachen da rein. Und so wenig. Genau das machen wir da rein. Genau das. Alter! Ey, warte, kannst du mit dem Flugzeug das reinzieht? Ich hab versucht. Scheiße! Ich hab. Ja, oh, beim Lachen gewusst, Alter! Und jetzt ist mir übel! Jetzt ist mir übel, Alter! Ey, aber es war kurz auf die Toilette. Bin gleich wieder okay. Da.